Hey Leute, Kurotoki wieder am Start. Heute hatten wir auf jeden Fall wieder ein kleines Update. Das liegt auch daran, dass der Content sich zwischen heute und morgen teilt, weil morgen beginnt ja der Raid. Die New Year Sales kommen, also bedeutet ein neuer Banner wird auch noch da sein, aber das alles kommt erst morgen. Für heute haben wir auch ein paar Sachen bekommen, aber wie gesagt, nicht zu viel erwarten, weil es wird geteilt zwischen heute und morgen. Wie immer, fangen wir immer mit der Special-Seite an. Die können wir auf jeden Fall überspringen. Die Upgrade-Seite können wir auch überspringen und somit können wir direkt zur Story gehen. Weil wir haben ja ein neues Broly-Event. Hier kann man dem Broly sein Zenkai Awakening verpassen. Ich für meinen Teil habe hier noch gar nichts angefasst, aber ich werde auf jeden Fall heute noch diesem Broly ein Zenkai 7 Awakening verpassen und werde euch dann natürlich auch über dieses Event hier auch informieren. Dann geht es natürlich weiter mit der linken Seite hier. Das Einzige, was sich hier erneuert hat, ist eigentlich nur der UST-Rush. Hier hat sich eigentlich nichts geändert, es bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Die Story von Dragon Ball Legends geht leider auch noch nicht weiter. Ich bin ehrlich, ich dachte echt, heute wird es weitergehen, aber leider noch nicht, wie es ausschaut. Zum PvP kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen, weil die PvP-Season endet erst nächste Woche und somit gibt es jetzt zum PvP noch keine neuen News. Wir hatten zwar ein Update für die Summons, aber jetzt gerade haben wir noch nichts Neues dazu bekommen. Das wird erst morgen dazu kommen. So wird dann der Banner morgen ausschauen. Hier haben wir sehr viele Legends Limited Charaktere drinnen. Wir werden insgesamt nur 3 Multi-Summons hier machen können. Und jedes Mal beim 10. Summon wird ein Legends Limited Charakter dabei sein. Das sind dann alle Legends Limited Charaktere, die dabei sein werden. Es sind auf jeden Fall manche dabei, wo man sagen würde, ja okay, für den würde ich auf jeden Fall gerne diese 3000 CC investieren. Aber dann gibt es wieder ein paar LFs, wo man sich denkt, ja okay, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Von den Sparkings gibt es auch ein paar, wo man sagen würde, ja okay, es wäre auf jeden Fall nice, die zu bekommen, aber es sind jetzt nicht natürlich jetzt alles sehr gute Sparkings. Und hier geht es einfach nur darum, Leute, es wird ein ganz normaler Multisummon sein, okay? In einem Multisummon kann man 10 Charaktere bekommen. Der 10. Charakter ist immer ein Legends Limited Charakter. Die restlichen 9 Charaktere werden Sparkings sein, aber in diesen 9 Summons sozusagen habt ihr immer noch die Chance, auch einen Legends Limited Charakter zu bekommen. Weil die Chance, einen Legends Limited hier allgemein zu bekommen, ist 5,5%. Also es kann schon natürlich sein, dass ihr in einem Pool direkt 2 LFs habt oder so. Und wie gesagt, das Ganze wird dann insgesamt 3000 CC kosten, weil man kann insgesamt nur 3 Durchgänge machen und dann gar nichts mehr, weil dann verschwindet dieser Banner für euch. Wir werden morgen auch diese Neujahr-Sales bekommen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, es gab Gold, Silber und Bronze. Wenn man all diese 3 insgesamt kauft, wird man 30 Sparking-Tickets haben. Diese Sparking-Tickets kann man dann 1:1 in diesem Banner wieder einlösen, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Was wir auf jeden Fall auch noch wissen, ist zum Beispiel, dass wenn wir diese Neujahr-Sales kaufen, so ein spezielles Item dabei ist. Und dieses Item kann man dann dafür benutzen, um von der Tauschbörse etwas zu holen. Aber diese Tauschbörse können wir leider noch überhaupt nicht sehen, deshalb habe ich keine Ahnung, was da drin sein könnte. Weiter geht es natürlich jetzt mit den Missionen, weil da haben wir auch wieder ein paar neue Sachen dazu bekommen. Wir fangen wie immer ganz unten an und arbeiten uns dann hoch. Die erste Mission, die hier neu dazugekommen ist, ist auf jeden Fall die von unserem Sammelabenteuer-Event. Ich denke mal, da muss ich euch jetzt nichts Besonderes erzählen. Ich meine, ja, wie immer maximal 180.000 kann man von dem sammeln. Wir bekommen Single-Tickets, das sind ganz normale Tickets, keine Sparking-Tickets leider und maximal noch 200 CC drauf. Danach machen wir jetzt mit diesen Missionen hier weiter. Das sind wieder einfach nur Missionen, wo man unsere 40 Millionen Download-Coins bekommen kann und maximal noch 200 CC drauf. Und die letzte Mission, die wir für heute bekommen haben, ist die Mission vom Broly-Event. Ich habe ja vorhin gesagt, dieser Broly hat ein Zenkai Awakening bekommen und naja, hier sind auch die Missionen dazu. Wir können nur von seinen Missionen schon mal 500 CC holen und 500 Zenkai Z-Power. Auf jeden Fall sollte man das auch machen, wenn man schon den Broly hier farmen möchte. Dann geht es ein bisschen schneller wenigstens. Das, was man auf jeden Fall zu diesem Broly-Event hier sagen muss, ist einfach nur, dass wir ein paar Bonus-Charaktere haben. Wenn wir die benutzen, bekommen wir bessere Drops, also für seine Rising-Seelen, für seine Superseelen und für seine Zenkai Z-Power natürlich. Das einzige, was noch übrig bleibt, Leute, sind die Equipments. Und hier haben wir ein Equipment, welches ein Zenkai Awakening bekommen hat. Ihr könnt auf jeden Fall sehen, das ist nur für Broly gedacht. Kein anderer Charakter kann das benutzen. Aber Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, das ist weder für Movie Broly noch für LF Broly wirklich sehr gut, weil LF Broly auf jeden Fall sehr auf den Damage geht und dieses Equipment hier einfach gar nicht hilft. Klar, Slot Nummer 3 hat es Base Critical mit Special Move dazu, aber so wichtig ist das eigentlich jetzt auch nicht. Aber als Beispiel für den grünen Zenkai Broly, der auf jeden Fall ein Tank ist, ist dieses Equipment auf jeden Fall sehr gut. Also Leute, das ist es auf jeden Fall mit dem Update hier gewesen. Morgen werden wir noch ein Mini-Update dazu bekommen. Da bekommen wir noch den Raid und die Neujahrsangebote. Und natürlich kommt morgen auch dieser neue Banner dazu. Aber sonst sollte es das eigentlich jetzt schon gewesen sein. Deshalb Leute, hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute und ciao!